Oh, ich habe mich verzählt. Moment, jetzt bin ich vollkommen raus. Was habe ich denn jetzt da wieder gesehen? Quatsch. Das sind 22. Ja, rechnen müssen man können. 42. So. Ja. Peinlich. Okay, das war ein guter Tausch. Wir haben ein zusätzliches Stimpack. Immerhin. Wiedersehen. So, wie sieht es mit meinen Leuten aus? Wir müssen reden. Ja. Nur auf Tauschen. Braucht er. Naja, seine beiden Stimpacks noch, das ist gut. Er hat ein bisschen Geld. Munitionstechnisch sieht es bei ihm auch gut aus. Ja, Gummistiefel. Er hat noch keine. Vielleicht braucht man ja die nochmal. Irgendwann. Gut. Das Ding behalten wir erstmal. Da gebe ich ihm alle. Was soll's. So, ready up. Hat er schon so ein Messer? Nein, hat er nicht. Er hat ein ganz normales. Dann tauschen wir das mal. So. Ansonsten. Ansonsten sieht es gut aus. Okay, ich muss tauschen. So, das wär's erstmal. Wie sieht's hier mit meinem anderen Kollegen aus? Lass du wollen. Der gute Sulik. So, munitionstechnisch sieht's bei ihm noch gut aus. Das hat er auch noch. Wie viel habe ich davon? Auch 3. Okay. Okay, alles klar. Kampftechnisch, wie sieht es da aus? Das habe ich jetzt bei einem anderen leider vergessen. Zu kontrollieren. Wie? Messer. Wieso wechselt er auf das Messer? Naja, egal. Vorschlag immer. Klar, Custom. Dann noch alles so, wie ich es eingestellt hatte. Angriff, Distanz, dann. Ach, da deswegen wahrscheinlich. Ne, macht ja keinen Sinn. Vor allem, wieso Distanz und dann nach. Nahkampf. So. Wieso stellt sich das hier um? So, auf, dass du mich nicht triffst. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. So, okay. Finde ich schon etwas seltsam. Dann muss ich den anderen auch nochmal kontrollieren. Den Cassidy. So, was haben wir denn da stehen? Das ist geblieben. Distanz, dann Nahkampf. Das ist in Ordnung. Druckverband ist aus dem Abstand allein. Angriff. Ich verstehe nicht, warum die sich hier die Sachen dann irgendwie selber raussuchen, beziehungsweise wieso sich das überhaupt verstellt. Das ist wohl auch nicht so ganz in Ordnung hier, das Ganze. Nun gut. Das wär's erstmal. Wir speichern nochmal. Schon komisch. Normalerweise, wenn man sowas einmal einstellt, soll das doch so bleiben, oder? Oder? Sehe ich das verkehrt? So. Wir suchen immer noch den Derek. Hatten wir schon das Vergnügen, bist du Derek? Das ist mal der Jetty. Da kann er nur zu meinem kleinen Freund. Ja, kein Derek. Sag ja hier. Ne? Leute finden ist hier Glückssache. Das ist das, was liegt auf dem Boden. Hallo.
Mist. Bleib doch mal stehen. Ja, ich stehe dir natürlich im Weg. Das ist ein Kraus und ein Kampf hier manchmal. Du siehst Wand, ja, klasse. Versuch die mal wegzulocken. Jo, und dann geht er wieder hin. Liegt doch irgendwas auf dem Boden, das sieht genau. Was ist das? Du siehst nichts Ungewöhnliches. Ja, wahrscheinlich nur so ein Bruchstück hier von der. Vom Gehweg. Holsteinkante oder irgendwie sowas. Das sah halt etwas verdächtig aus, was da so komisch gelegen hat. Aber naja, gut. Und war halt nix. Ich mach mal Folgendes. Wahrscheinlich bin ich einfach mal wieder zur verkehrten Zeit unterwegs. Geh hier mal rein. Mit meinen Leuten. So. Vorsichtshalber speichern, bevor Dinge passieren, die ich nicht will. Und dann Mr. Big Boy. Wir ruhen uns mal bis 8 Uhr morgens aus. So. Okay. Dann rennen wir hier nicht die ganze Zeit im Dunkeln rum. Und vielleicht noch mal die Chance hier jemanden zu finden. Kann ich vielleicht mit Becky noch mal reden? Bezüglich des Buchs? Schön, dich wiederzusehen. Wie kann ich dir helfen? Hast du noch mehr Arbeit für mich? Derek hat vor einiger Zeit ein Buch von mir geliehen. Ich gebe dir $80, wenn du es mir wieder besorgen kannst. Was hatten wir das schon? Müssten wir ja eigentlich nicht. Ich habe ja den Auftrag. Erzähl mir mehr. Das Buch war die Lavendelblüte. Derek müsste eigentlich bei Mom auf der Ostseite sein. Wir hatten das Gespräch noch nicht, oder? Ich kann mich nicht entsinnen, aber das soll nichts heißen. Also, mein Gedächtnis ist manchmal wie ein löchriger Käse, besonders wenn es so schön warm ist. Es liegt an der Wärme. Es liegt nur an der Wärme. Derek müsste eigentlich bei Mom auf der Ostseite sein. Dann suchen wir da doch mal. Hört sich einfach an. Ja, das wird sich herausstellen, wie einfach das ist. Gut, wir müssen also wieder zu Mom. Aber gut, dass wir gefragt haben. Ne? In dem Fall haben wir mal endlich mal einen brauchbaren Hinweis bekommen. Manchmal kriegt man ja doch ein bisschen Unterstützung hier. Aber nur manchmal. So, Mom ist hier, Ostseite ist da. Das heißt, er muss irgendwie hier sich aufhalten. Hier ist niemand. Wer bist du? Das ist immer noch Jetty. Moment, da ist noch einer, den habe ich gerade nicht gesehen. Zurück, Marsch. Bist du Derek? Du siehst Baum, du siehst nichts Ungewöhnliches. Nö. Quatsch, Osten ist auf der Seite. Ja, das ist auch so etwas, ne? Westen und Osten, ich kann es nicht auseinanderhalten. Beziehungsweise, es vertue mich da regelmäßig. Das ist einfach nur peinlich. So, Ostseite. Hier haben wir Mam. Ostseite. Ich denke nicht, dass. Was sollte das Derek sein? Das ist jetzt mal ein Sklavenhändler. Ein Bürger aus den. Ist er der Gesuchte? Hey, suchst du frisch gebackenes Brot? Ja, ich suche Beckys Buch. Nein, schau, ich suche Beckys Buch. Oh ja, mir hat es nicht gefallen. Zu viel Knutscherei. Ich hab's in die Ecke von diesem Gebäude geworfen. Nein, dieses Gebäude, nein. Das hilft sehr. Allerdings, oh Gott. Soll das Buch irgendwo hier auftreiben? Ja, in der Ecke von diesem Gebäude oder irgendwo anders. Ja, toll. Das könnte etwas länger werden.
es zu finden. Moment, da ist weiter nichts. Hier in der Ecke haben wir nichts rumfliegen. Das sind nur die ganz normalen Kartons und Kisten, der übliche Müll, der so rumliegt. Das ist ja ein Herzchen. Buch gefällt mir nicht, dann hau ich es irgendwo weg, statt es einfach zurückzugeben. Da ist nur Wand. Also hier ist definitiv nichts. Hier an der Stelle auch nicht. Und ja, in diesem Spiel werden gerne Sachen mal so eine an so versteckten Dingen, also oder nicht einsehbaren Positionen untergebracht. Von daher renne ich da immer an dieser Stelle dann auch rum, also an diesen Stellen rum hier, die man nicht einsehen kann. Ich entsinne mich da an eine gewisse Puppe. Ja, oder erinnere nur mal kurz an eine gewisse Puppe, die wir ja... Das könnte das Buch sein. Das sieht wie ein Buch aus. Ja, es ist es. Du siehst die Lavendelblüte. Ja, Glück gehabt. Meine Güte, nee. Ja, man muss auch mal Glück haben im Leben. Vorsichtshalber erstmal nochmal speichern. Mann. Ja, liebe Becky, dann können wir dir ja direkt das Buch zurückgeben. Und dann sollten wir so gut wie durch sein. Ich kann nochmal mit verschiedenen Leuten nochmal reden. Vielleicht habe ich den einen oder anderen Auftrag verbaselt, also nicht mitbekommen oder vergessen. Es ist die Wärme. Und bevor ich also jetzt hier den endgültig verlasse und mich wieder auf den Weg nach irgendwo anders hin mache, rede ich erstmal noch mit den Leuten. Möchtest du etwas, vielleicht was zu trinken zu diesem Job? Hallo? Oh, du hast mein Buch gefunden. Drake hat da besser keinen Mist gemacht. So, ja, hier ist es. Wow! Ich bin so froh, dass du es gefunden hast. Vielen Dank. Hier ist dein Geld. Keine Ursache. Sehr schön. Und ich habe ein Level up. Nur hauptsächlich durch Dinge finden. Ja, nicht nur, aber ne, auch. Das ist schön. Ja, erstmal speichern. Vorsichtshalber. Sehr, sehr gut. Achso, ja. Oh. Es ist wieder soweit. Eieieiei. Adrenalinstoß. Mit diesem Bonus gewinnst du einen Stärkepunkt, wenn du unter anderthalb deiner maximalen Trefferpunkte fällst. Also nur noch halbe Trefferpunktezahl hast. Anziehende Persönlichkeit. Du erhältst einen zusätzlichen Eintrag für dein Begleiterlimit. Ah, aber denk daran, mehr als 5 sind einfach zu viel. Ich könnte den Dingsbums da mitnehmen. Mal schnell, ne? Also, wisst ihr schon, da, den wir da, ne? Den Wick. Du erhältst einen zusätzlichen Eintrag für dein Begleiterlimit. Ja, 5 wären wir nicht. Das wäre... ich liebäugle damit. Bewusstsein. Mit Bewusstsein bekommst du genaue Informationen über jede Kreatur, die du untersuchst. Du siehst ihre genaue Trefferpunkte sowie Angaben zu allen Waffen, die sie bei sich trägt. Interessant ist das. Ja, bis für diesen Adrenalinstoß, weiß ich nicht. Aber die ist alles nicht so uninteressant. Bonusbewegung. Für jede Stufe der Bonusbewegung erhältst du pro Zug 2 Aktionspunkte umsonst, die nur für Bewegung eingesetzt werden. Das ist die Geschichte. Können. Ja, genau. Für jede Stufe dieses Bonus kannst du dich also bei jedem Zug um 2 Felder umsonst bewegen. Ja, ist manchmal vielleicht nicht verkehrt, wenn man sich ein bisschen besser bewegen, also mehr bewegen kann, aber ja. Also generell 2 APs mehr wären mir lieber. Ja, also ohne Beschränkung auf die Bewegung. Bonus Faustkampfverletzung.
Erfahrung im Kampf ohne Waffen verleiht dir einen Vorteil bei Verletzungen. Für jede Stufe dieses Bonus verursachst du plus 2 Trefferpunkte bei Nahkampfangriffen. Nett, aber ja gut. Dieb. Durch deinen Adern fließt dir Diebesblut. Also in den letzten Folgen auf jeden Fall. Ich habe mich immer kräftig zugelangt. Mit dem Diebesbonus erhältst du einen einmaligen Bonus von plus 10% zu den Fähigkeiten Schleichen, Öffnen, Stehlen, Fallen. Ein vielseitiger Dieb lebt länger. Stimmt. Aber ich poker mal darauf, im Augenblick zumindest noch, dass wir vielleicht auch mit Hilfe von, sag mal schnell, mit Büchern vielleicht da auch noch ein bisschen was machen können. Insofern, erstmal nein. Gute Auffassung, also aus die Geschichte, hier und jetzt, nö. Nachtsicht, mit dem Nachtsichtbonus kannst du nachts besser sehen. Die Gesamtdunkelheit wird um 20% höher. Packrate. Du bist gut darin, dein Inventar in Ordnung zu halten. Dadurch wird es wesentlich leichter, das bisschen an Extras zu tragen, das du immer benötigst. Ranger. Du bekommst plus 15% zu deinen Fähigkeiten als Naturbursche hinzu. Mit größerer Wahrscheinlichkeit kannst du zufälligen Begegnungen ausweichen, wenn du das willst. Und stattdessen mehr besondere Begegnungen als andere herbeiführen. Aha. Klingt jetzt auch nicht so schlecht. Aber ich glaube, hier anziehende Persönlichkeit. Aber das mache ich. Dann können wir noch eine weitere Person in unsere kleine Party eingliedern. Und wir nehmen den Dick noch mit. Ich habe ja gespeichert. Ne? Und insofern, also ich könnte zur Not ja das Ganze nochmal rückgängig machen. Ich gehe mal auf anziehende Persönlichkeit. Wir haben 15 Fähigkeitspunkte zu vergeben. Die würde ich ganz gerne in, zumindest zum Teil, in kleine Waffen investieren. Aber auch unter anderem, wo ist es denn? Hier, stehlen. Das hat sich doch als sehr nützlich erwiesen. 50%. Dietriche 25%. Ich gehe noch mal auf. Ja komm, investieren wir den Rest einfach im Bereich Reden. Dann sind wir da auf 30%. Dann machen wir nächste Mal vielleicht so, dass ich dann wieder, ne, auf Stehlen gehe und dann hier auf Handeln oder so. Ne, irgendwie so. Gucken wir mal. Weiß ich noch nicht genau. Das soll es erstmal so gewesen sein. Damit kommen wir jetzt erstmal soweit klar. Hoffentlich. So, okay. Jo. Dann sind wir hier, glaube ich, soweit durch, ne? Nochmal, wie gesagt, ich will nochmal mit allen reden. Auf jeden Fall müssen wir mit dem guten Vic reden. Er hat doch gesagt, er geht zum Mom, ne? Sollen wir das da vielleicht mal probieren? Schön, dich wiederzusehen. Wie kann ich dir helfen? Ich brauche was zu trinken. Whisky ist meine Spezialität. Das ist in der Familie Dyer fast eine Tradition. Oh, ich verlange den spottbilligen Preis von 5 Dollar. Dyer? Oh, das ist mein Familienname. Schon vor dem Krieg war der Name Dyer ein Begriff im Kneipengeschäft. Ja, ich nehme einen Drink. Hier, vielen Dank. Danke, kann ich dich was fragen? Ich werde alles tun, um dir jetzt weiterzuhelfen. Was möchtest du wissen? Ich sage erstmal weiter nichts. Auf Wiedersehen. Gut. Wir haben uns einen... du verlierst einen Punkt Wahrnehmung. Ja klar, Alkohol. Ne? Alkohol macht froh. Gut. Ach ja, hier mit den Waffen wollte ich ja mal gucken. Die waren unterschiedlich teuer. Das ist eine ganz normale 10 mm Automatikpistole. Das auch. Moment. Irgendwie ist hier der Text anders gerade sein. Nö. Gut, dann schmeiße ich die mal kurz hier rein. Achso, Munition 8 von 8. Alles klar, die ist geladen. Und die auch, ne? Oder? Achso, das ist ein Igel. Ja, super. 10 mm Pistole, Schuss 5 bis 12, Munition 9 von 12. Alles klar.
So. Welche von den beiden ist er denn jetzt? Verdammt. Ja, alles klar, deswegen der Unterschied, die unterschiedlichen Preise, die Waffen sind unterschiedlich geladen. Kann ich die entladen? Müsste eigentlich gehen. Ah, genau. Dann machen wir das doch mal. Und hier. Verstehe ich jetzt nicht. Ach, die hast die nach oben verschoben, weil ich die entladen habe. Interessant. Geht das hier auch? Nee, geht das nicht. Na komm schon, jetzt muss man wieder gucken. Manchmal irgendwie so. Manchmal kriegt er ihn, manchmal kriegt er ihn nicht. Okay, die entladen wir auch. So. Dann haben wir die Munition wieder. Und ich könnte die beiden Waffen verkaufen. Denn die anderen Kollegen sind entsprechend ausgerüstet. Und ich selber habe die Desert Eagle am Start und noch gewisse Gewehre, sofern ich die noch besitze, mir nicht gestohlen wurden, heimlich. Nee, das sieht gut aus. Das Messer habe ich noch. Habe ich noch ein ganz normales Messer. Das heißt, ich kann die beiden Waffen und das Messer verkaufen. Ja, gut. Gut, gut, gut. Ja, gehen wir hier zu dem Kollegen. Und dann veräußern wir die Geschichten mal, falls er denn noch genügend Geld hat. Schön, dich wiederzusehen. Was kann ich für dich tun? Lass uns handeln. So. 250. 500. Alles klar. Und 500. 40 geldtechnisch. Geht es bei ihm, glaube ich, wieder nicht ganz so. Er hat nur noch 155 nach wie vor. Ja. Jetzt meine Rechenskills, ne? Die sind wieder super. 103, ne? Kann das sein? Moment. 103. Jo. Sieht gut aus. Ja, dann machen wir das doch. Okay, das war ein guter Tausch. So. Sechs Stimpacks, das ist schon mal nicht verkehrt. Ein bisschen was auf geldtechnisch auf Tasche aber auch. Gut. Achso, ja, alles klar. Wiedersehen. Achso, ich wollte ja noch hier gucken, ob hier vielleicht noch irgendwelche Aufträge abzugreifen sind. Schön, dich wiederzusehen. Was kann ich für dich tun? Kann ich dich was fragen? Was möchtest du wissen? Wer ist für die Stadt verantwortlich? Warum verkaufen alle Jet? Weißt du, was? Eigentlich würde ich auch gern tauschen. Wie mache ich? Das hatten wir, glaube ich, schon, ne? Genau. Ne, das ist nicht. Warum verkaufen alle Jet? Würden 100 Kröten deine Meinung? Achso. Das sind keine Informationen, die ich eben einfach so geben würde. Würden 100 Kröten deine Meinung ändern? Wie wäre es, wenn ich dir 50 gebe und du es mir sagst? Was sagst du dazu? Entweder ich krieg die Information oder du ein Loch in den Kopf. Mein Gott. Gott, wie gesagt, einfach so. Ich versuche mal den Weg hier. Wie wär's, wenn ich eine 50 gebe und du sagst es mir? Ich glaube nicht, dass das reicht. Kann ich was anderes fragen? Na gut, würden 100 Kröten deine Meinung ändern? Okay, Jet sind die Basis des Wirtschaftssystems dieser Stadt, so wie es in einer, anderen Stadt Getreide oder Gold ist. Danke, was möchtest du wissen? Ja, das hat mich jetzt natürlich auch sehr weiter, sehr viel weitergebracht. Da kriegen wir auch nicht weitere Informationen. Eigentlich würde ich gerne tauschen. Na egal, tschüss. So gut, 100 Ocken für nichts ausgegeben.
Eichhorn. Okay. Wie ist der jetzt nochmal gleich weg? Die hole ich mir wieder, falls das denn klappen sollte. Meinen erweiterten Stehlenfähigkeiten. Das bringt, glaube ich, 25. Schlagstock weiß ich nicht. Oh. Der gute Tobi verfehlt. Dann gehen wir Schritt für Schritt vor. So, das hat funktioniert. Und dann gucke ich mal, ob ich in den Schlagstock da auch noch abknüpfen kann. Sehr schön.